Wettermanipulation. Wie genau können wir uns das vorstellen? Soll das Wetter im Krieg gegen uns gerichtet werden? Soll das Thema der Wettermanipulation doch nur im Guten als Vorteil für uns sein, so dass die Naturkatastrophen wie Tornados oder sehr starke Unwetter mit lang anhaltendem Hagel oder Regen gar nicht erst entstehen? Wetterbeeinflussung durch Menschenhand erzeugt. Was steckt hinter diesem sehr umstrittenen Thema? Wie soll das Wetter beeinflusst werden? Sind es Chemikalien wie Silberjodid, die einer Wolke vorgaukeln können, dass bereits Eiskristalle entstanden sind? Was hat es mit den bereits getätigten Versuchen aus den vergangenen Jahren auf sich? Kann man all dem mit gutem Gewissen entgegensehen oder sollten wir Angst haben? Wie können wir mit diesem Thema in Zukunft umgehen und was wird uns erwarten? Könnte es auch übermenschliche Katastrophen geben oder könnte sogar unsere Erde an solchen Versuchen oder auch bestehenden Entwicklungen, die bereits laufen und sicher sein sollen, zunichte gehen? Ihr seht, viele Fragen tun sich zu diesem Thema auf. Interessiert euch dieses und ihr wollt mehr erfahren, auch wie dieses Thema aktuell aussieht? Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare und abonniert kostenlos meinen Kanal. Eine dreiteilige Serie zu diesem Thema wird ab dem 15.08.22 auf meinem Kanal erscheinen. Bis dahin, euer Patrick von Lydon Produktion.